Willkommen zurück zu Foundation. Und das hier dürfte Folge 9 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wer weiß das schon so genau. Wir probieren es einfach mal aus. Das hier ist es, unser kleines Dörflein, was wir bislang geschaffen haben. Und ja, jetzt haben wir gerade just in dem Moment den möglichen Zeitpunkt verpasst, um nochmal unsere Bürger befördern zu können. Hier unten links war das gerade noch dargestellt. Jetzt ist es natürlich schon wieder vorbei, weil man die nur zum Anfang des Monats befördern kann. Ja, aber gut. Ein nächster Monat wird kommen. Und wir haben derzeit 4 Gemeinde. Und schon ganz viele Leibeigene tatsächlich, die ja quasi die nächste Stufe sind zwischen Neuankömmlingen und Leibeigenschaft. Leibeigener Eigenschaft. So eine Art. Ja, so soll das sein. Unsere Armee. Ja, hier sind Missionen verfügbar. Die werden wir aber erstmal nicht weiter verfolgen, weil wir brauchen natürlich zunächst einmal eine funktionierende Wirtschaft. Ja, und zu guter Letzt habe ich in der letzten Folge dieses Areal hier gekauft und mich dann darauf vorbereitet, die nächste Produktionsschleife, Kette, in Angriff zu nehmen. Das wäre nämlich hier die Eisenschmelze, die Schmiede und hier die Köhlerei. Ja, ich muss nur noch sagen, Bau und los geht's. Aber so schnell schießen die Preußen ja nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder reinfinden in das Ganze. Also derzeit haben wir ein Defizit von 61, 326... Ja, obwohl, es kommt gerade wieder was dazu. 332 Taler on Tash. Und wir haben natürlich schon eine ganze Menge an Bewohnern, Bevölkerung. 65 Einwohner zählt unser kleines Dorf mittlerweile. Wobei ich muss sagen, diese Schafe hier, die finde ich immer noch am geilsten. So vom Aussehen. Das ist witzig. Ja, und nachdem ich jetzt die letzten Folgen dann herausgefunden habe, dass es smart ist, hier den einen oder anderen Marktstand aufzubauen und Dinge anzubieten, kriegen wir auch Geld. Ihr seht das, für 30 verkaufte Beeren haben wir 270 Taler bekommen. Und das ist doch schon mal etwas, was wir weiter verfolgen müssen, damit das hier auch alles so funktioniert, wie wir es haben wollen. Nun, das ist unser Herrenhaus. Unser Herrenhaus von Hügelstadt. Denn wir sind der Herr von Hügelstadt. Und ja, ich stelle mir immer vor, ein bisschen... Wenn wir hier mal reingehen, das könnte unser Blick sein. Oh Gott, jetzt habe ich mir meinen Blick verbaut auf diesen Bergfried. Aber gut, irgendwas ist immer. As I always say, something is ever. Is ever. Ja, und so ist das. Wir können jetzt natürlich noch ein paar mehr von den Rekruten hier einstellen, also Soldaten zuweisen. Oder aber wir sagen, komm Jung, nächste Produktionskette soll anlaufen. Bauen für 100 Taler. Das haben wir jetzt gemacht. Ja, und zusätzlich, das ist ja das Schöne eigentlich an diesem Spiel, hat man ja die Möglichkeit, hier bestimmte Dinge zu tun, aufzuforsten, abzubauen oder Wohngebiete zuzuweisen. Und man kann sich natürlich auch noch die ja, Attraktivität so ein bisschen anschauen. Und hier stellen wir fest, dass das hier so gut wie gar nicht attraktiv ist. Hier hinten schon eher. Und ja, die Kirche muss natürlich da trotzdem im Dorf gelassen werden, damit die Einwohner, unsere Siedler, unsere Dorfbewohner auch von der Kirche abgedeckt werden. Ja, und hier hinten an der Stelle bauen wir gerade noch eine Kirche. Fehlen noch ein paar Steine, aber grundsätzlich sind wir da mit dabei. Gucken wir mal ganz kurz in den Steinbruch, der sich hier befindet, genau. Vielleicht packen wir da nochmal einen weiteren Arbeiter mit hinzu. Wir sollen derzeit arbeitslos sein. Aber das war beim letzten Mal auch schon nicht ganz richtig dargestellt. Wer weiß das schon, ob das wirklich so ist. So, Militärmission hätten wir noch. Wollen wir aber nicht. So, und liefere 30 Beeren zu Arbeitern. Da fehlen uns noch ein paar Beeren. Also, die sind ja hier fleißig dabei. Ich weiß noch nicht genau, warum. Also, wo fehlen die jetzt? Hier, da fehlen noch ein paar. Ich vermute mal, das liegt daran, dass wir
die Beeren gleichzeitig auch verkaufen und dass die dann hier auch immer weniger werden. Jetzt können wir Folgendes machen. Hoffe ich zumindest. Wir könnten sagen, wir verkaufen die Beeren hier erstmal nicht mehr. Aber ganz rausnehmen können wir sie an der Stelle auch nicht. Aber wir können hier sagen Fisch. Dann sind die Beeren da schon mal raus. Dann gehen wir hier drüben nochmal hin zu dem Markt und sagen, hier sind die Beeren auch raus. Ich hoffe, die sind dann gleich nicht weg oder verloren. Das wäre echt schlecht. Aber Käse könnten wir da zum Beispiel verkaufen. Das wäre eigentlich viel smarter als Fisch, weil Fisch haben wir ja noch gar nicht. Also würde ich sagen, lieber Käse. Und hier könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen Käse verkaufen. Und dann haben wir gleich noch genügend Zeit und Muße. Hier unser dritter Marktstand. Da wird der Käse schon verkauft, um die Aufgabe zu erfüllen. Aber es wird ja mehr. Ne? Also 30 Beeren sollten ja wohl relativ zeitnah hier in dem Speicher untergebracht werden können. Gucken wir hier nochmal rein. Da haben wir Käse, Milch, Käse und Milch. In dem anderen Speicher haben wir noch einen Speicher. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das sind die einzigen. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, hier haben wir doch noch einen Speicher. Ne, das ist ein Lagerhaus, kein Speicher. Ne? Weil wir hier nur Waren erstellen. Ja, und deswegen können wir zuschauen, wie hier vorne im Wald unsere Köhlerei erstellt wird. Da ist auch schon alles da. 10-mal die Werkzeuge und 20 Baumstämme. Und wir können hier vorne natürlich sehen, wie Holz produziert wird. Und wir haben echt viel Holz, ne? 246 derzeit. Und im Grunde genommen stelle ich mir dann vor, hier vorne natürlich noch so ein weiteres Wohngebiet aus dem Wald zu stampfen. Ja, und hier vorne könnten wir theoretisch auch noch das Erntefeld ein wenig erweitern. So, mit STRG machen wir das Ganze ein bisschen kleiner vom Radius. Und dann passt das da auch noch hin, das ist gut. Und hier vorne können wir auch noch ein bisschen erweitern. Jo. Ah, verdammt. Immer nicht mit der rechten Maustaste. Das ist immer schlecht. Ja, und es wirkt wirklich so ein bisschen wie die Siedler von Katan. Kannst du mir sagen, was du möchtest? Sie hat auch eine wunderschöne Handbewegung drauf. Das sieht so locker flockig aus. Ja, und wichtig ist, dass wir genügend Nahrung haben. Gottesdienstmangel. Ja, das ist das Einzige, was derzeit fehlt. Ich hoffe, dass die Kirche hier bald fertig gebaut ist. Unsere Baumeister sind dran. Ja, 6 Steine fehlen noch, ein paar Bretter. Aber das kommt auch. Jetzt gucken wir mal bei unserem Sägewerk mit rein. 3 von 3 Zimmermännern sind drin. Ja, und unsere Anziehungskraft ist derzeit durchschnittlich. Beschäftigung ist nur Durchschnitt. Heißt, wir könnten theoretisch mal gucken, ja, den letzten Arbeitslosen, der übrig ist, hier noch beim Wehrturm dazu packen. Und dann können wir auch sehen, dass die hier vorne schon so ein bisschen Nahkampf trainieren. Oh, das sieht komisch aus, ne? Warte. Da. Und da haben wir 2 neue Bewohner. Herausragend. So, dann sind wir schon bei 5 Soldaten. Gebäude editieren. Da ist irgendwas dazugekommen. Besucherstandort. Sehenswürdigkeit. Zierelement. Hier hätten wir noch einen Wandbanner. Und die finde ich eigentlich wichtig. So Banner, aber hier hätten wir auch noch Erweiterungen. So, was ist das? Klar, kann man jetzt hier so ein Ding dran machen, einen großen Vorbau. Wer will den nicht gerne haben? Kann man die auch drehen eigentlich?
Oder dreht er die von alleine? Warte, hier gab es doch irgendwas da. So konnte man die drehen, ja. Muss man natürlich gucken, wie man das jetzt macht, ne? Am besten. Ja, im Endeffekt bringt das auch nicht viel, ne? Also was ist das hier? Steinerweiterung, ja. Könnte man das da noch hinpacken? Ah, geht man nach oben? Ne, aber nach oben wollen wir das nicht. Wenn, dann wollen wir das natürlich so haben. Damit man da auch was sieht, ne? Von der Geschichte. Kostet natürlich aber auch wieder Unterhaltskosten. Und eigentlich brauchen wir das auch erst. Also eigentlich brauchen wir es nicht, ne? Aber bringt uns natürlich wieder Prestige beim Königreich. Prunk und andere Dinge. Kamin. Wo würden wir denn einen Kamin anbauen? Da so. Und hier drin ja auf keinen Fall. Dann ja wahrscheinlich eher hier so. Ja, und ein paar Banner fände ich noch ganz cool. Also, das würde jetzt 60 erstmal kosten. Wandbanner. Oder haben wir noch eine Balustrade, die man außen rum bauen könnte? Tür. Ja, Tür haben wir schon. Tür C. Hauptgebäude haben wir auch schon. Ja, Balustrade sehe ich jetzt noch nicht mal so richtig, ne? Holztor. Dann wären wir weiter bei den Wandbannern. Die sollen natürlich auch was hermachen und zeigen, Achtung, hier in Snooze Hügelstadt, da haben wir Stoff für Wandbanner übrig. Und die kosten ja auch richtig viel, ne? 70. Wow. Dann wären wir bei 620 insgesamt. Das ist natürlich eine Hausnummer. Aber sehe natürlich auch schick aus. Ungefähr so wie hier hinten bei unserer eigenen Residenz natürlich. Was macht er jetzt? Er baut hier auch irgendwas. Ja, aber insgesamt ein wirklich schönes Spiel, das mir bislang auch viel Freude macht, weil es wieder ganz anders ist als Going Medieval oder Patronen oder etwas dergleichen. Ah, unsere Köhlerei ist fertig. Fertig ist sie vielleicht auch. Müssen wir nur warten, bis der nächste Arbeiter kommt. Da, das ist abgeschlossen, das ist auch gut. Und das hat uns jetzt 200 Taler eingebracht. Das ist auch sehr nett. Ja, und davon können wir dann, also das hier erstmal pausieren, weil noch läuft ja hier nichts. Jetzt kostet der Unterhalt nur noch 5. Dann wären wir jetzt hier bei der Schmiede als nächstes. Bauen für 200. Das ist genau das, was wir gerade dazu bekommen haben. Oh, 0 neue Dorfbewohner. Das ist natürlich schlecht. Ja, und jede Erweiterung kostet natürlich auch wieder Geld, ne? Also beliebig erweitern, hier oben zum Beispiel, um noch mehr Bevölkerung reinzukriegen, ist natürlich nicht so einfach möglich, ne? Aber wir gucken nochmal rein, ob wir hier nicht nochmal irgendwas malern können. Bei gleichzeitiger Attraktivitätsansicht. Und ich glaube, wir haben hier schon gemalert im Sinne von Wohngebiet. Viel mehr als das, was wir jetzt hier genommen haben, geht leider nicht. Vielleicht ist hier noch was möglich. Dass da noch irgendwie ein Haus dazukommt. Oder wir sagen, wir erweitern das Ganze hier noch ein bisschen und reduzieren dann
die Möglichkeit für den Bauern. Abbau, nee, da müssen wir wieder auf den Bauern klicken. Da. Erntefeld einzeichnen. Nehmen wir mal ein bisschen was raus. Rechte Maustaste. Ja, so ungefähr. So könnte ich mir das vorstellen. Great. Dann möchte ich natürlich auch bei Abbau in diesen Wald hier noch mit reinbringen. Ist zwar ganz nett, zwischendrin noch mal ein bisschen Wald zu haben, aber das können wir auch als Getreidefeld nutzen. Achso, jetzt muss ich natürlich noch die Sichtbarkeit wieder ausmachen. Kein Zugriff auf Nahrung, das ist wiederum nicht so gut. Ja, und hier sind unsere ganzen Kühe. Ne? Also bei den Schafen hat er ja nach viermal gesagt, missbrauch es nicht. Da meinte er den Knopf offensichtlich. Nicht das Schaf, aber hier bei den Kühen, da können wir noch, noch ein paar mit dazu packen. Ne? Aber ich glaube, die produzieren gerade noch genug. Käserei, einen von zwei Käsern zugewiesen. Und hier hatten wir sehr viel Milch drin. Heißt, wir bräuchten hier eigentlich noch einen Träger, der dafür sorgt, dass das hier eher noch drüber kommt. Damit die Marktstände das auch weiterhin verkaufen können. So, Käse 0. Dann gehen wir doch hier vorne mal wieder auf die Beeren, weil wir brauchen natürlich dann auch mehr Geld. 3 von 3 Markthändlern haben wir da. Hier ist Käse auch bei 0. Und Brot ist auch bei 0. Das ist ja ein Ding. Ja, Kinder, dann müsst ihr mit dem Brot mal wieder loslegen, ne? So, ihm hier fehlt auch das Rohmaterial und er hier hat fast alles, was er braucht. Da fehlt auch ein bisschen Mehl. Jetzt gucken wir mal, ist ein bisschen Mehl dazugekommen. Und jetzt kann sie zumindest anfangen, dort weiter dran zu ackern. Mehl haben wir hier auch nicht mehr drin, ja, weil wir kein Weizen mehr haben. Heißt für uns, wir müssen mehr Anbaufläche für den Weizen zur Verfügung stellen. So, was sind das für Menschen? Das sind Händler, glaube ich, ja. Ja, dann wäre es schön, wenn wir gleich noch ein paar Siedler kriegen würden. Oder wir müssen bei den Soldaten halt wieder welche wegnehmen. Auf jeden Fall wird schon mal gewuselt und es wird gesiedelt. Was mit dem? Ich hab grad frei. Okay, der chillt einfach nur. Markthändler Level 1. Ja, wie ich schon mal sagte, das Schöne an der Geschichte, an diesem Spiel ist eigentlich, dass die Häuser kreuz und quer, so wie früher üblich, in die Landschaft gebaut werden. Ah, ein Mönch bittet um eine Audienz. Da gucken wir doch mal rein. Anklicken. So, dies sind schwere Zeiten. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren, aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen. Gut, also diese Art von Missionen, die wiederholen sich tatsächlich. Gucken wir mal. Was möchte er denn haben? 50 Bretter. Meinem Volk helfen. Und jetzt können wir hier nochmal reingucken, ganz kurz in den Bereich. Und dann sehen wir auch, bei wem wir welches Ansehen haben. Und das brauchen wir natürlich dann auch, um hier weiter voranschreiten zu können. Fischerhütte, Hecke und so weiter haben wir schon gebaut. Schön wäre natürlich dann sowas hier wie eine Taverne. Aber wir brauchen trotzdem 20 Bürgerliche. Heißt, nächsten Monat müssen wir mal ein paar befördern. Und dann wird sich wiederum zeigen, was die alles brauchen. Denn Bürgerliche haben andere Bedürfnisse. Ja, hier hätten wir eine niedrige Steinmauer, eine Kirche und einen Handelsbonus beim Klerus. Und hier käme eine Jagdhütte hinzu, was Wildschwein produzieren würde und ein Zielelement für den hölzernen Wehrturm. Plus die Waffenschmiede, das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Gucken wir nochmal ganz kurz in den Handel rein. Wer mit uns was
handeln möchte. Wir zum Beispiel wollen für Schwerter gerne 25 Goldstücke zahlen. Fisch haben wir eh nicht. Kleidung verkaufen wir dahin wahrscheinlich schon. Ja. Das wäre also eine Option. Stände. So, wem wollen wir helfen? Jagdhütte. Kirche, Handelsbonus. Handelsbonus ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann lasst uns doch dem Klerus helfen. 50 Bretter. Haben wir schon. Fertig. Also, das war ein einfacher Auftrag, weil wir einfach nochmal 50 Bretter ja, im Lager hatten. Und hier stellen wir fest, dass unsere Holzfäller fleißig dabei sind, alles abzuholzen. Und auch da ist wieder so, 90 mal Holz ist drin, 0 mal Bretter. Und die sind fleißig dabei, das Ganze zu produzieren. Also wir müssen nicht noch ein weiteres Lager bauen, in dem dann die Bretter eingelagert werden. Hier hätten wir noch Platz, um das zu tun. Haben aber grundsätzlich auch nur einen Träger hier zugewiesen. Aber packen wir es da mal mit rein, für den Fall, dass das hier zu voll wird. Und die hier langsam mal... Ja, da will ich hin, dafür sorgen, dass das weiter abgebaut wird. Aber ich glaube doch, wir sind hier noch in dem... Doch, doch. Gut, da ist noch nicht markiert. Ja, ein paar Bäume können wir ja übrig lassen, ne? Und wenn das durch ist, dann fangen die hier vorne natürlich auch weiter an. So, heißt, hier sind sie auch dabei. Und das werde ich trotzdem mal eben entfernen. Weil ich jetzt eigentlich möchte, dass die Bäume, die da sind, erst nochmal wachsen können. Und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn die mal hier anfangen, weiter zu bauen. Abzubauen, abzuholzen. Damit das hier ein bisschen freier wird. Hat er schon eigentlich gerade wieder alles eingesammelt hier? Erntefeld haben wir doch eigentlich drin. Meine ich zumindest. Ja, das ist auch grün. Das passt. Ja, musste noch ausgesät werden. Und vielleicht nehme ich auch hier einen Bauern weg. Grifuccio. Ja, nehmen wir den da mal weg und lassen ihn zum Köhler werden. So, und dann können wir nämlich auch auf Start drücken und dann geht das wieder los. Also, der braucht jetzt Holz und der produziert dann dementsprechend Kohle. Vermutlich würden wir jetzt dazu übergehen, hier ein weiteres Lagerhaus zu bauen, oder haben wir das schon vorgeplant? Nee, haben wir noch nicht vorgeplant. Dann lasst uns doch hier eben noch ein Lagerhaus bauen. Außerhalb des Territoriums, das glaube ich nicht. Auch das glaube ich nicht. Probieren wir es mal so. Ja, so müsste es doch eigentlich passen. Bauen. Ja, und wir müssen natürlich wirklich aufpassen, dass wir hier nicht weiter dauerhaft im negativen Bereich sind. Dann müssen wir schauen, dass wir bei unseren Ständen hier vorne dafür sorgen, dass mehr verkauft wird. Brot zum Beispiel wird ja gerade nicht verkauft, also könnten wir jetzt hier wieder Käse verkaufen. Weil wir derzeit kein Brot haben. Also müssen wir damit leben und sagen, wir verkaufen jetzt Käse. Ich weiß gar nicht, wo der Käse gelagert wird. Hier haben wir 4 von 5. Achso, hier haben wir den Käse gelagert, ja. Im Speicher. Aber viel Käse haben wir auch nicht. Die Frage ist, was fehlt ihr hier? Nee, oder ihm? Er ist ja dabei. Ein Käse hat er. Die Käserei hat einen Käser angestellt.
Käsemeister. So, machen wir mal zwei da draus, dann kommt da auch ein bisschen mehr bei rum. Weiß gar nicht, was die pro Stück oder Leib Käse, ich glaube, heißt es auch Leib, ist das Leibbrot, aber es ist das Leib Käse, also 8 kriegen die, okay. Das bringt uns in jedem Fall das, was wir brauchen. So, jetzt können wir wieder befördern. Und jetzt können wir auch mal nach ganz unten gehen und hier einfach mal reinschauen. Wir wollen natürlich den einen oder anderen Bürger jetzt befördern. Zum Beispiel Sie. Jetzt braucht sie Bedürfnisse wie Waren und Luxus. Bürger. So. Achso, es hat jetzt 200 gekostet sogar. Ja, gut. Haben wir dadurch jetzt was freigeschaltet? Jo, ich sehe da was. Jetzt können wir bauen. Die Glashütte. Stellt aus Glas und Quarz und drei Kohle. Nee, stellt Glas aus Quarz und Kohle her. Die Frage ist ja immer noch, wie bauen wir denn jetzt die Materialien hier ab? Also, wir haben hier den einen Steinbruch, ne? Können wir den jetzt auch sagen, was er abbauen soll? Nö, der produziert nur Stein. Und hier vorne, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in die Übersicht. Mineralien befinden sich hier. Und wir haben gesagt, wir wollen das ganz gerne abbauen. Achso, das ist nur für Holzsteine und Beeren. Aber wie kann ich jetzt Material... So. Verbotenes Land, okay. Aber wie kann ich Mineralien abbauen? Lagerhaus, Marktplatz, Bauhütte. Ressourcenproduktion. Da schauen wir mal rein. Vielleicht finden wir das da. Die Steinmetzhütte. Nee, der macht nur... aus Steinen Steinblöcke. Hier haben wir die Eisenschmelze, die haben wir gebaut. Glashütte und das hier ist die Fassbinderei. Nö, auch nicht. Fischerhütte können wir hier leider nicht bauen. Weizenfarm, Windmühle. Milchhof, den haben wir. Hopfenfarm, das wird wichtig für die Brauerei. Warenproduktion, schauen wir auch nochmal rein. Schäfer, Weber, Goldschmelze. Juwelierwerkstatt. Ist auch alles nice to have. Aber wir haben da leider nichts. Hier haben wir auch noch nichts. Ja, alles Nettigkeiten, nette Dinge. Ein Wegweiser, was kann der denn? Werden die dadurch schneller, wenn man den Wegweiser hier so hinstellt? Bauen. Ist nur ein Zierelement. Aber wir stellen ihn trotzdem hier hin. Boah. Das kostet jetzt nicht so viel. Aber wir schaffen dadurch Klarheit. So, aber da wollte ich gar nicht stehen bleiben. Ich wollte ja nochmal weiter gucken. Meisterwerk. Das könnten wir bauen tatsächlich. Aber brauchen wir auch erstmal nicht. So, Brücke brauchen wir auch nicht. Steinbrücke brauchen wir nicht. Und Mauer. Haben wir zumindest eine Hecke. Entschuldigung, eine Hecke dazu bekommen. Was brauchen wir denn für die Hecke? Ach, die können wir auch einfach so platzieren, ne? Würde ich doch sagen. Schön die fette Hecke gebaut hier. Sehr gut.
Ja, das sieht doch gleich viel schöner aus. Genau das Richtige für unser Imperium, unser Königreich. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich denn jetzt hier Materialien abbaue. Weil, wenn ich jetzt nochmal hier schaue, ne? Abbau für Holz, Steine und Beeren. Oder muss ich einfach die Schmiede und das ganze Zeug bauen und dann geht er alleine los und hackt sich das ab? Oder wie läuft das? Kühlerei. Steinmetz. So. Stellt Kohle her. Das ist schon mal gut. Eisenschmelz. Stellt aus Eisen Dingenskirchen her. Aber wie kriegen wir denn jetzt 4 neue Bewohner? Na Gott sei Dank. Mehr Bewohner braucht das Land. Und jetzt gucken wir auch nochmal hier nach der... Da, die Kirche ist fertig. Das ist auch gut. Das heißt, die sind da wieder happy. Wir sind bei 94% Zufriedenheit. Und ja, jetzt ist er hier dabei, das endlich weiter auszuführen. Und hier sind wir auch fast fertig. Das heißt, jetzt können wir das Erntefeld erweitern. Und zwar in diese Richtung. Und dann lass uns das hier mal noch ein bisschen verkleinern. Und stattdessen noch ein bisschen von dem Wohngebiet da hinstellen. Vielleicht baut ja dann da nochmal der ein oder andere ein Haus hin. So, jetzt ist hier mein Wald ist schon wieder weg. Da, oder die Wiese, jetzt ist er wieder da. Sehr schön. So sieht das doch auch schon viel, viel besser aus. Kann man nur hoffen, dass die hier gleich in der Lage sind, das alles zu ernten. Und ja, wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Also Köhlerei haben wir fertig. Einer von drei ist zugewiesen. Dann hätten wir jetzt hier die Schmiede. Der stellt dann Werkzeuge her, aber ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wie wir hier Dinge abbauen. Mineralien, die sich hier drin befinden. Weil so etwas wie eine Mine habe ich noch nicht gefunden. Also, Gott. Meine Lieben, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst ihr mir gerne einen Daumen nach oben da. Natürlich auch eure Kommentare, über die ich mich wie immer gerne freue, mit Tipps, Tricks und all dem drum und dran. Und hier sieht es doch mittlerweile wirklich, wirklich schick aus. Ja, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, dann kommt zu den 165 anderen Abonnenten, die es derzeit sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge hier bei diesem Spiel, beim Flight Simulator oder bei all den anderen Spielen, die hier noch so laufen. Und ja. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.